Hey Leute, willkommen wieder zu einem Vlog und ja, irgendjemand hat dieses Teil hier vom Hauptbahnhof Zürich bis nach hierhin gefahren, wo ich wohne. Ich weiß nicht wieso, ich kann euch das sonst noch mal kurz zeigen. Dieses Teil hier, genau dieses Ding hier, diese Dinger gibt es nur beim Hauptbahnhof Zürich eigentlich und irgendjemand hat das dorthin gefahren, super geil, oder? Ja. Yo, Pisa, ich bin jetzt oben bei mir in der Wohnung. Muss ich eigentlich die Musik abschalten, die ist zu laut. Yo, ihr habt gesehen, dass unten, wer auch immer das da hingefahren hat, das ist schon ein weiter Weg eigentlich, so Laufweg, 10, 15 Minuten. Keine Ahnung, wieso man das macht. Ja, ich überlasse es eurer Fantasie, wer oder wieso er oder sie das gemacht hat. Jo, bin jetzt nach Hause gekommen von der Arbeit, ist irgendwie, könnt ihr das sehen, ja, oh, ich meine Arme, ne, es ist 10 vor 5, Vlog, der letzte Vlog war eben schon ein bisschen her, und jo, ja, was gibt's eigentlich sonst noch sozusagen, ich war heute eigentlich recht, die Arbeit war nicht gechillt, sondern es war recht stressig, eigentlich musste viel machen, hier sind geile Chips, auch wenn ich fast selten Chips esse, aber Chips. Ja, auf jeden Fall war das richtig cool eigentlich und ich habe irgendwie diese Woche hier habe ich meinen Marschbefehl bekommen. Kann ich vielleicht mal zeigen, das ist für das Militär hier, Orientierungstag auch noch hier. Amt für Militär und Zivilschutz, oh yeah, das ist total scheiße. Ich will eigentlich gar nicht ins Militär, aber wobei es ist auf irgendwie auf eine andere Art, es ist cool und auf eine andere Art wieder nicht. Kacke, ich habe dann noch 4 oder 5 Monate, die man dorthin gehen muss, aber... ist nicht alles schlecht dort. Jo, ich habe hier noch ein bisschen mein Buch hier, ein geiles Buch hier, das lese ich hier in der Schule. Hier von Ernst Soler, Staub im Feuer. Muss ich mir noch 100 Seiten lesen. Ich muss mal gucken, was ich noch Hausaufgaben habe, was ich lernen muss, weil nächste Woche ist ja, fängt ja wieder Schule an, ne? Donnerstag, Freitag. Ja, wer liebt schon die Schule? Ja, ich liebe sie, ja. Das ist so der Nachteil bei der Schule, dass man halt Hausaufgaben machen muss. Kann ich hier, habe ich irgendwas noch drin, ne? Ich kann euch vielleicht nochmal den Schrank da mal zeigen. Von meinem, mein Supplement-Schrank. Hier, meine Riegel sind jetzt bald alle. Ich bestelle jetzt bald mal wieder neue. Und dann, Grünteepillen bekomme ich dann noch morgen. Und, also das ist so ähnlich wie Koffein, einfach natürlich ist. Und dann noch Beta-Alanin habe ich mir auch noch, also werde ich mir auch noch bald bestellen. Jo, dann sehen wir uns später, wenn ich mal irgendwas anderes hier mache bei mir. Und die Musik hat eigentlich immer noch nicht abgeschaltet, obwohl ich das vorhin wollte. Mir geht das gerade nicht. Okay, egal. Ja, dann bis später. So, hey Leute, es ist jetzt 17.05 Uhr und ich habe jetzt Essen schon mal gemacht. Kann ich euch gleich zeigen. Hier meine Chipspackung geöffnet. Und ja, jetzt werde ich mal essen. Ich zeige euch die hier kurz. Das ist so ein Salat mit Reis, Radieschen ein bisschen, Rucola, Mayonnaise, Truten, nee, Putenfleisch und Soße, ne? Also ein richtig deftiger Salat, jetzt ja erstmal für den Nachmittag-Snack und dann wieder Abend was richtig Geiles zu essen, jo. Ich, nachher noch ein bisschen Hausaufgaben gucken, was muss ich so machen. Ich kann euch das zeigen, hier, ups. Oh, eine geile, hier, Schulsachenstapel, so richtig toll. Jo, ich werde jetzt hier vielleicht noch irgendwas machen und dann noch in den Vlog posten und dann werde ich den hochladen, dass ihr da auch was davon habt und ja, ich werde jetzt hier dann den Salat essen und irgendwie auf YouTube rumgammeln. Jo, bis später. So, ich bin jetzt fertig mit dem Essen. Ist wahrscheinlich jetzt gleich noch den Apfel hier. Yeah. Und ja, das war es eigentlich schon fast von meinem Vlog. Hier habe ich übrigens noch so Kinderüberraschungseier. Ich mag ja so Kinderschokolade eigentlich ziemlich und das habe ich auch noch. Esse ich irgendwann auch mal und mach auf, was drin ist. Und ja, das war es eigentlich von diesem Vlog hier vom, was ist heute, Mittwoch, ja, 12. Ja, 12. Februar. Ja, ist genau dieser Tag, muss gerade nochmal gucken beim PC. Und ja, das war's so von mir eigentlich heute, was ich so gemacht habe, so ein bisschen randommäßig, eigentlich nicht wirklich viel, aber ja. Ich habe jetzt eben die ganzen Videos frei, also langsam sind am Freischalten von meinen Let's Plays, habt ihr sicher auch gesehen und auch
meine Unboxings, die ich auf meinem Sofa mache, könnt ihr auch mal vorbeischauen, einfach auf meinen Kanal schicken, dann anschauen, wenn ihr Lust und Bock und Zeit habt. Jo, dann bis zum nächsten Vlog und tschö Leute, bleibt fit.